hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Der Fortschritt des erwachten Kollektivs und der Aufstieg. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 23. April 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten der Menschheit, denn wir sehen euch aus der Perspektive der Gesamtschwingung des Kollektivs und freuen uns besonders über die Fortschritte, die ihr als erwachtes Kollektiv gemacht habt, denn ihr seid in der Lage, euch sprunghaft zu erweitern und zu wachsen. Ihr seid dazu in der Lage, weil ihr alles tut, um mit den Energien Schritt zu halten, weil ihr euch selbst untersucht, in euch hineinschaut und erkennt, wo festgefahrene Energien sind, die losgelassen werden müssen. Bei diesem Aufstieg geht es darum, das loszulassen, was eine niedrigere Schwingung hat, es gehen zu lassen. Je mehr ihr loslasst, desto mehr könnt ihr euch erheben. Je weniger ihr an etwas festhaltet, desto weniger klammert ihr euch daran, und eure Energie wird leichter und leichter, und ihr könnt nur noch nach oben steigen. Es ist nicht wichtig, dass ihr euch die Welt, wie sie heute ist, anschaut und euch fragt, wie ihr sie in Ordnung bringen könnt. Tut, was sich für euch am besten anfühlt, um ein guter Bürger und ein guter Verwalter der Welt zu sein. Aber wenn ihr euch um eure eigene Schwingung, eure eigene Energie kümmert, und euch zeigt, dass es möglich ist, sich in einer angespannten Situation zu entspannen, dass es möglich ist, in einer alltäglichen Situation fröhlich zu sein und dass es möglich ist, im Angesicht des Hasses zu lieben, dann zeigt ihr nicht nur euch selbst, sondern dem gesamten Kollektiv, wie es geht, wie ihr zu jeder Tageszeit und im Angesicht jeder Menge Dunkelheit Licht sein könnt. Ihr seid nicht dazu da, alles zu verstehen. Ihr seid nicht dazu da, herauszufinden, wer die Dunkelheit und wer das Licht repräsentiert. All diese anderen Wesen reflektieren ohnehin nur etwas zu euch zurück. Ihr seid da, um euer eigenes Licht zu leuchten. Und je mehr ihr loslasst, desto leichter ist das. Je mehr ihr euch den aktuellen Umständen beugt, desto heller könnt ihr leuchten. Je mehr ihr euch bemüht, in allen Situationen Liebe zu sein, desto mehr Liebe seht ihr überall um euch herum. Das ist das Ziel und die Mission für jeden, und so kommt ihr mit Freude, Anmut, Liebe und Leichtigkeit in euren Herzen ans Ziel. Übt euch in der Kunst des Loslassens. Dann lasst ihr mehr von dem, was ihr seid, mehr von dem Licht und der Liebe der Quelle und mehr von den Energien höherer Frequenzen, die von oben kommen, herein. Wir sagen euch das alles und wollen gleichzeitig darauf hinweisen, dass wir sehen, wie viele von euch das bereits tun. Wir möchten, dass ihr wisst, dass wir deshalb so zufrieden mit euren Fortschritten sind und dass ihr, wenn ihr so weitermacht, die Menschheit mit euch in die höheren Reiche hinaufziehen werdet, in denen ihr alle eines Tages leben werdet. Aber wenn ihr dies bewusst und absichtlich tut, macht ihr die Reise befriedigender für euch und öffnet die Tür zu mehr Spaß und freudigen Erfahrungen auf dem Weg. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.